beim ATP-Challenger-Turnier in Ismaning stehen Dennis Nowak und Lukas Mittler im Hauptfeld. Alexander Erler könnte über die Qualifikation dazu stoßen. Nach seinem starken Auftritt in Südtirol beim ATP-Challenger in Ottisei, wo er erst im Halbfinale-Turnier Favorit Pierre Hugues Herbert unterlegen war, schlägt Dennis Nowak in der kommenden Woche im Norden Münchens auf. Der österreichische Davis Cup-Spieler ist bei der zweiten Auflage des Challengers in Ismaning an Position 5 gesetzt, könnte im Viertelfinale auf Lorenzo Sonego, den einzigen Top-100-Spieler im 32er Raster, treffen. Titelverteidiger Yannick Hanfmann fehlt im Tableau, der Deutsche laboriert seit einigen Wochen an einer Verletzung. Dafür ist Lukas Mittler am Start, an Position 8 gereiht. Mittler, der sich in St. Petersburg für das Hauptfeld qualifiziert hatte, spielt in der ersten Runde gegen den deutschen Luis Wessels, der von den Veranstaltern mit einer Wildcard bedacht wurde. Gut im Rennen liegt darüber hinaus Alexander Erler, der in Ismaning bereits die erste Qualifikationsrunde überstanden hat. Werbung, Werbung.